Schaut mal, da ist was fertig geworden. Viel Spaß bei meinem dritten Video. Hallo und herzlich willkommen bei meiner dritten Folge meines Kreativ-Podcasts. Ich bin Stefanie und bin der Kopf von Peacock Garn. Ich bin Wollfärberin aus Bayern und jetzt auch hier bei YouTube. Wir haben heute den 14. September. Ich müsste eigentlich wissen, weil ich habe gerade schon ein Video gemacht. Es ist kurz nach 3 Uhr Nachmittag. Ich habe heute Vormittag mit Maxi zusammen schon ein Video gemacht. Das ging 1,5 Stunden. Und zwar seht ihr dort alle meine UFOs, VIPs, angefangene Projekte, Langzeitprojekte, aktuelle Sachen, die ich auf den Nadeln habe. Ja, war ordentlich was. Maxi war dabei, war ganz witzig, aber irgendwann war ihm zu langweilig und er ist dann gegangen. Das wartet jetzt noch am PC zum Schneiden, was ich dann mit dem Video, was ich hier habe, dann in einem Aufwasch mache und dann habe ich mal für 2 Wochen wieder Ruhe bis zum monatlichen Shop-Update. So, was habe ich heute dabei? Ich habe fertige Sachen dabei. Ich habe kleine Fortschritte. Ich habe ein paar Sachen rausgekramt. Natürlich vorhin aus dem UFO-Video, wo ich gedacht habe, okay, komm, die Schnapsidien machst du jetzt mal fertig. Ein paar Sachen für meinen Shop. Das machen wir wieder ganz zum Schluss. Wen das nicht interessiert, der kann dann schon abschalten. Und ein bisschen eingekauft habe ich. Genau, 2 Bücher und ein bisschen Wohle. Wenn ich ein bisschen abgehetzt klinge, Video gedreht, schnell eine Bolognese reingestopft und nochmal Video drehen jetzt. Aber das musste ich jetzt schnell nutzen, weil mein Mann mit Junior jetzt kurz raus ist. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Ich habe da schon ein bisschen Halloween-Deko, wie ihr seht. Und ganz da oben hängt auch schon eine Spinne. Also so langsam fängt es an mit der schönsten Jahreszeit für mich. So, ich glaube, heute fange ich mal ganz klassisch an mit den fertigen Objekten. Ihr seht ja schon das erste. Mein Entspannungstuch ist endlich fertig. Ich kann es nicht glauben. Es ist riesig, kuschelig, weich und wunderschön. Und mir ist heute eh so kalt. Und da bin ich froh, wenn ich mir da ein bisschen was umwickeln kann. So, zack. Nicht schön, aber selten. So, mir friert es halt so. Es ist so kalt heute bei uns. Heizungen sind zwar schon ein bisschen an, aber man will es ja noch nicht so übertreiben. So, alles hier zurechtgezuppelt. Das fällt eklig runter, egal. Genau, das ist fertig. Das war ein Bobble von Wonder Bobble mit Modal, also super kuschelig, weich. Und ich lieb's. Ich werde es jetzt die ganze Zeit tragen wahrscheinlich. So, dann, was ich noch fertig habe, ihr habt ja im letzten Video schon meine Scrunchies gesehen, mit denen ich ja allerdings aktuell wieder nichts anfangen kann, weil ich, wie ihr seht, ich war beim Friseur. Alles weg. Alles ab. Sie haben mich aufgeregt. Und da ich ja eh nur einen Zopf hatte, ist egal. So kann ich sie wenigstens ein bisschen offen tragen. Aber ich habe die Fäden vernäht. Yay! Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich sie verschenke oder ob ich sie in den Shop mache. Ich weiß nicht, kaufen Leute das? Wenn ja, was geben Leute dafür aus? Ich muss mir überlegen. Vielleicht mache ich sie mal in den Shop rein. Mal gucken. Ansonsten hebe ich sie auf, bis meine Haare wieder scrunchy-tauglich sind. Genau. Und dann ist auch noch endlich mein Gnom fertig.
Den habe ich gestern fertig gemacht. Ist der nicht putzig? Mit seinen zwei kleinen Ärmchen kann er sich an der Nase kratzen. Oder überlegen, was redet die denn da für Blödsinn? Bart, Nase, alles da, was er braucht. Und das war ein kostenloser Karl von der Sarah Shearer von Imagined Landscapes. Über die Webseite bookmark.com, glaube ich, booksmark.com. Genau. Und aktuell läuft ja jetzt wieder ein Mystery Karl von ihr. Da will ich aber noch ein bisschen abwarten. Aber die Mütze, die da jetzt schon gestrickt wird, ist schon cool. Weil das wäre dann jetzt, ich habe ja schon, also wenn ihr mal alle meine Gnome sehen wollt, was heißt alles, nur vier, oder ich hole sie mal runter. Ich hole sie mal runter. Schauen wir mal. Von dem einen habe ich auch in dem UFO-Video gesprochen. So. Also, den kennt ihr vielleicht auch schon. Das war mein allererster Gnome von Sarah Shearer. Draufgekommen bin ich durch die liebe Kiko, weil die strickt ja jeden Gnome mit. Und das war der erste Mystery Call. Cool, oder? Da konnte man gleich was Neues ausprobieren zum Stricken und hat hier Opalsockenwolle, ein Bubs, eine Riesennase, genau. Also zum Größenvergleich. Und das ist aus der Wolle von meinem UFO-Video, was ich erzählt habe. Genau, das ist der. Also da fehlen dann noch zwei in anderer Streifenwolle. Das war der Gnome News, Good News. Das war auch ganz witzig. Da wird, glaube ich, mit verkürzten Reihen oder so, glaube ich, gearbeitet. Ich weiß nicht mehr. Ein Schüchchen, oh, total süß. Und von einer lieben Kundin, Schrägstrich Freundin, kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Habe ich zum Geburtstag den geschickt bekommen. Sie ist auch im Gnomfieber mittlerweile. Ist der nicht süß? Ach so, ich stehe ja voll auf so Zipfelmützen. Und das war einer von mir übrigens. Den hat sie mir zurückgeschickt. Und so eine platte Nase. Süß, ne? Ach, ich liebe die. Wie gesagt, jetzt der aktuelle Mystery Call. Ich glaube, den werde ich auch noch mitmachen. Da muss ich die Anleitung dann noch kaufen. Ja, das war's an fertigen Sachen. Leider. Ich hätte gerne mehr geschafft, aber ich habe schon viel gestrickt, aber viel an verschiedenen Sachen gestrickt. Und dann war ich ja am Wochenende noch, also letztes Wochenende auf dem Kunsthandwerkermarkt 2 Tage. Das war sehr schön. Da haben mich sogar welche besucht, die mich hier auf YouTube kennengelernt haben und gefunden haben und haben ordentlich eingekauft. Und vielen Dank auch dafür. Und auch viele, viele andere, die ich auch schon aus der Facebook-Gruppe kenne oder von unserem Stricktreff hier in Aichach, die waren auch da und es war so schön. Und wir hatten so nette Standnachbarn. Und zwar waren das zwei ganz liebe Herren, sage ich jetzt mal, die ein Pärchen waren. Und die waren so knuffig und so putzig und so lieb und die haben handgemachte Seife verkauft aus Schafsmilch, weil sie haben eigene Schafe und machen dann Seife aus dieser Schafsmilch. Und da haben wir auch was mitgenommen, die ist so toll. Also da verlinke ich euch mal den Shop drunter. Guckt euch das an und die Seifen, die sind der Hammer. Also die sind Wahnsinn. Ich habe mir eine ganz normale reine Schafsmilch-Seife gekauft und die könnte man sogar zum Sockenwaschen, ne, zum Wollewaschen nehmen. Also perfekt. Und die haben so viele verschiedene. Super, super schön. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und die sind so lieb. Allein nur wegen den beiden würde ich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder auf diesen Kunsthandwerkermarkt gehen. Entweder mit eigenem Stand oder halt als Kundin, ja.
Es hat Gott sei Dank nur am Sonntag die letzte Stunde noch geregnet. Da hatten wir Gott sei Dank mit dem Wetter echt Glück, weil jetzt pieselt es ja die ganze Zeit. Aber gut. Nein, war schön. Viel Arbeit und anstrengend, aber schön. Und Vera hat mir geholfen, meine Allerliebste. Mua, danke dafür. Und war schön. War schön. War schön. So, weiter geht's. Jetzt schauen wir nochmal schnell. Also die Erika-Socken sind immer noch nicht vorangekommen. jetzt schauen wir mal. Ich habe noch mal gestern aktuell ein bisschen an meinen Blackpink-Socken gestrickt, an meinen kleinen Sneakern. Das sind die. Nur ein paar Runden, weil ich schaue gerade eine neue Serie an. Good Girls heißt das, glaube ich. Das ist witzig, müsst ihr euch mal anschauen. Auf Netflix. Und da habe ich ein bisschen an denen gestrickt, weil ich dann zum Schluss so müde war. Davor habe ich an meinem Lysandre-Tee weiter gestrickt. Das sind ganz normale Stinos. Moment, ich brauche Brille. Nicht so wie letztes Mal, habe ich hier nichts gesehen. Also zwei rechts, zwei links Bündchen habe ich gemacht. Ich glaube über 10 Runden. Dann habe ich nochmal 10 Runden glatt rechts. Dann habe ich eine Boomerang-Ferse. Ja, also ganz normal. Genau, die will ich auf jeden Fall dann jetzt demnächst mal wieder fertig haben, weil das muss ich nicht noch mehr ansammeln. So, den Dala-Sweater, den hatte ich auch mit auf dem Markt. Oh, noch eine Brille, cool, ich suche sie ständig. Den Dala-Sweater hatte ich mit auf dem Markt und habe ihn dort meinem Püppi angezogen und die haben ihn alle total bestaunt und eine wollte ihn schon sogar so kaufen, wie er war und als Sommertop tragen. Sage ich, nein, 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 den gebe ich nicht her. Der wird dann jetzt hoffentlich mal bald fertig. Ich habe ein paar Reihen oder Runden habe ich gestrickt. Ich glaube 4 oder 5. Es ist nicht weit gekommen. Ja, den kennt ihr ja schon. Das ist also ein Langzeitprojekt. Ich werde den jetzt, glaube ich, auch nicht mehr oft zeigen. Es sei denn, das hat sich wirklich viel getan. Ich vermute mal, ich werde ihn dann erst wieder vor die Kamera halten, wenn ich zumindest den Körper abgeschlossen habe und an den Ärmeln weitermache. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich vielleicht bevor das Bündchen kommt, noch mal ein bisschen was mit der orangefarbigen Wolle, noch mal ein kleines Muster reinstricke und das ein bisschen absetze, dass da ein bisschen Leben drin ist. Genau. Ja, also ich verlinke euch ja wieder alles unten, beziehungsweise es ist ja eh dann immer unten, was ich gerade stricke. So am Lysandre-Tee. Man sieht halt an den großen Projekten, sieht man die Fortschritte kaum. Aber ich habe tatsächlich, ich glaube, einen Mustersatz oder einen halben zumindest gestern geschafft. Gestern Abend. Also er ist schon ein bisschen breiter geworden. Genau. Also ich habe vom Chart her, glaube ich, nicht mehr viel. Ich muss mal ein längeres Seil machen. Und dann kann ich dann bald die Ärmel abteilen. Und dann geht es eigentlich ratzfatz, weil dann hat man ja keine Zunahmen mehr, sondern strickt einfach nur noch gerade runter. Und das Muster ist so eingängig, das hat man dann im Kopf, wenn man da länger mal dran strickt. Entschuldigung, die Bolognese. Und hier ist der Rücken. Also ist schon ein bisschen was gewachsen, ne? Von. War. Letztes Mal, glaube ich, so hier. Genau. Also da zeige ich euch dann auch erst wieder, wenn ein größerer Fortschritt ist. Das muss ich euch jetzt nicht jedes Mal in die Kamera halten. Das ist ein Schmarrn. So, dann habe ich. Wo rutscht es denn immer hin? So. Dann habt ihr ja letzte Woche die Opalringelsocken, noch eine Brille, ach super, die Opalringelsocken gesehen, die ich dem Maxi gestrickt hatte in den Minecraft-Farben aus der Opal-Abwolle.
Und ich habe für mich ja auch mal welche angefangen aus der Opal-Abo-Wolle, solche Ringelsocken. Das waren die zwei Knäuel aus dem März-Abo. Und da habe ich jetzt auf dem Markt den hier fertig machen können. Sind wieder alle vier Runden Farbwechsel. Also wieder zwei rechts, zwei links Bündchen. Dann haben wir hier Bumerangferse und eine Bändchenspitze. Und innen habe ich die Fäden so hochgezogen. Genau. Da ist der erste fertig und den zweiten habe ich jetzt auch schon angefangen. Ich sehe gerade, ich habe gar kein Licht an. Moment. Das ist natürlich doof. Seht ihr nichts? So. Ja, schaut das Bild. Und da habe ich jetzt genau das Bündchen angefangen. Das werden jetzt also. Schauen wir nochmal. Hier, jetzt sieht man es besser, gell? Genau. Das sind jetzt also die Wips, die dann auch fertig werden müssen. Habe ich mir bei Temu so eine coole Tasche gekauft. Kann man so einen Arm durchstecken und unterm Laufen oder Stehen stricken. Wobei ich das nicht mache, aber ich fand sie trotzdem schön. So, die hat da auch einen Reißverschluss. Ganz praktisch. Dann, das machen wir zum Schluss. Dann weiß ich jetzt gar nicht, ob ich euch die Mermaid-Socken schon gezeigt habe. Ich glaube auf Instagram, aber im Video glaube ich nicht. Und zwar ist das meine Färbung Nixe. Die ist auch im Shop mit zwei Minis. Und da ist jetzt die erste Socke fertig. Und zwar habe ich das abgesetzt oben. Ich habe das drei. Moment. Also, ich habe dann drei Runden Lila, drei Runden das Aqua, das Mintgrün, zwei rechts, zwei links. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal 10 Runden mit der Färbung dann gemacht. Dann ist das ein bisschen oben abgesetzt. Dann den Schaft runter, in diesem Aqua wieder eine Bumerangferse, den Fuß runter und eine Bändchenspitze in Lila. Und bei der zweiten Socke mag ich das umgekehrt machen. Da habe ich mit dem Aqua angefangen und dann das Lila. Und das bekommt dann eine lilane Ferse und eine Aquaspitze. Genau. Und die hatte ich auch fertig gemacht beim Markt und auch die zweite dann angefangen beim Markt. So. Haben wir dann auch gezeigt. Dann habe ich mir einen Wip mal wieder vorgenommen, was eigentlich immer auf dem Sofa steht oder liegt. Und ich habe jetzt vorhin geschaut, ich habe es angeschlagen im April. Es ist in Ravelry drinne. Ravelry. Und zwar ist das der Wollkick von Martina Behm. Die Nadeln sind jetzt, das Seil ist zu kurz, aber genau. Das ist ein Loop. Der ist voll schön. Also wunderschön. Und zwar habe ich den, jetzt muss ich gucken, auf welchen Nadeln. Ach ja, ich sag's euch, Leute, ich bin dann heute reif fürs Bett. 4,0er Nadeln, das sind diese Night and Day. Die sind auf der einen Seite dunkel, auf der anderen Seite hell. Das ist optimal, da kann man nämlich beide Farben stricken. Weil bei Schwarz nimmt man lieber hellere Nadeln. So, und ich habe genommen einmal
von Lana Crossa die Silk Hair. Das ist für eine Farbe, die 018. Und zwar ist das die. Und von Lana Crossa. Jetzt warte, Moment. Ja, doch, ist schon richtig, oder? 25 Gramm mit 210 Meter, 70% Mohair und 30% Seide. Genau, das ist die. Und von Lana Crossa nochmal, das ist die. Also ich habe die zwei zusammengenommen und dann wird das draus. Schon cool, ne? Das ist die Lace Seta Baby Alpaka mit Seide. In der Farbe 006 mit 70% Alpaka und 30% Seide. Das ist die. Die habe ich hier bei uns im Wollladen gekauft. Er hatte tatsächlich mal auf. Das ist eher sporadisch hier. Weiß nicht, wie man so einen Laden führen kann, wenn man nur nach Lust und Laune aufmacht. Die habe ich ja hier auf so einem Prüm-Abroller. Und der muss fertig werden. Also das ist das Letzte. Wenn der Rest aufgebraucht ist, dann ist er für mich fertig. Und dann kann ich ihn endlich anziehen. Weil er ist ein bisschen pieksig von dem Mohair. Aber durch die Seide und durch das Alpaka ist er schon kuschelig. Und ich finde ihn wunderschön. Und wenn ich halt mal endlich ein großes Projekt fertig habe, kann ich mir ein weiteres großes Projekt aus meinen Ufos raussuchen. Und nachdem ich ja heute gesehen habe, was für tolle Ufos ich da habe, vor allem von Steven West, oh Mann, dann muss das definitiv da irgendwas von fertig werden. So, dann habe ich gedacht, in der UFO-Folge, ich muss doch jetzt endlich mal die Socken für meinen Mann fertig machen, oder? Er tut mir schon leid, gell? Ich habe vor langer, 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 langer Zeit angefangen. Mal schauen, die kann raus, die kann raus. Die kann auch raus. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja. Vor langer, langer Zeit angefangen, meinen Mann ein paar Scrappy Socks zu stricken. Also Restesocken. Ich habe mir bei meinem Händler ganz viele Opal-Minis gekauft. Die gibt es, glaube ich, in so einem 24er-Pack. Ich bin mir nicht sicher. Ganz viele, ganz viele. Und habe gedacht, cool, da stricke ich meinem Mann jetzt richtig witzige Scrappy Socks. Und weil ich ja ganz stark unter dem Second Sock-Syndrom leide, habe ich gedacht, ich stricke sie gleich beide auf einmal. Also parallel. Hier fange ich jetzt gerade mit weiß die Ferse an, weil ich das mit der weißen Opal absetzen möchte. Und nehme mir dann, ich weiß gar nicht, alle vier oder alle sechs Runden. Ja, die mustert ja selber schon. Ich kann es gar nicht mehr auseinanderhalten. Wechsle ich dann ab und nehme ein neues Knäuel. Genau. Wie viel Maschen ich aufgenommen habe, weiß ich nicht, aber das Muster ist 3 rechts und 1 links über den kompletten Socken. Also kein Bündchen und nichts. Und unten die Sohle mache ich dann glatt rechts. Lass mich mal schauen. Ja, da habe ich jetzt die Fäden immer verknotet. Die muss ich dann halt alle vernähen. Ja, egal. Aber ich glaube, es sind... Ich mache das ganz sporadisch, wie gerade die Farbe kommt. Und dann wechsle ich zu einem anderen Knäuelchen. Genau. Also wie gesagt, die zwei Schafte sind ja schon fertig. Es ist eigentlich echt nicht mehr viel. Und die habe ich mir jetzt aus meinen Ufos rausgenommen und habe mir fest vorgenommen, dass ich die fertig mache. Ich hoffe, ich schaffe das. Weil er hat Größe 46, 47. Das ist echt kein Spaß. Aber durch den Wechsel der verschiedenen Mini-Knäule, glaube ich, geht das ratzfatz.
Ringelsocken sind ja auch irgendwie schneller fertig als Dinos. Das ist echt ganz komisch irgendwie, ne? Genau, also ganz viele Minis sind da drin. Das bleibt dann auch gleich hier oben im Zimmer und wird dann hin und wieder mal genommen und gestrickt. So, und das vorletzte ist eines meiner ältesten UFOs und es ist ein Häkel-UFO. Es ist ein Amigurumi. Ihr habt es in der UFO-Folge schon gesehen oder je nachdem, wann welches Video als erstes hochladet, werdet ihr es noch in der UFO-Folge sehen. Es ist das Känguru von Lalilala. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Ich habe zu der Zeit nur gehäkelt, nicht gestrickt. Ich hatte kein Ravelry, ich war nicht auf Instagram unterwegs, ich war keine Färberin. War Maxi schon auf der Welt? Ich glaube auch noch nicht. Er wird jetzt dann 10. Ja, genau, das wird ein Känguru. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles noch fehlt. Es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr viel. Ich muss nachher mal Anleitung schauen, weil ich habe damals irgendwie gefühlt alle Anleitungen von Lalilala gekauft. Weil ich irgendwie alle machen wollte. Das ist der Beutel. Und den Schwanz habe ich ja auch schon fertig. Kommt dann da hinten dran. Also es ist schon fast fertig, aber es war dann in der Kiste und ist verschollen gewesen. Und die möchte ich auf jeden Fall fertig machen. Ich mag die vor, ich habe ja noch andere. Vielleicht kriege ich dann Lust, die anderen auch zu machen, weil die ganze Wolle habe ich ja auch schon da. Das wird ja auch aus Sockenwolle gemacht und da habe ich damals alles gekauft. Hier Regia, Tweed, auch Regia, da war die Regia noch gut übrigens. Steht da was drauf? Genau, Made in Italy. Die wurde noch in Italien gemacht. Jetzt die aus Rumänien, die ist ja furchtbar. Und die ist noch richtig gut. Und oh, ich mache das fertig. Versprochen. Versprochen. Also von Lalilala ist das Känguru. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Das kann ich euch aber dann auch mal verlinken. Mache ich ja eh. So, und jetzt zeige ich euch. Also, ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass ich ein Geheimprojekt habe. Ein Geheimprojekt Häkel für meine Freundin Vera, die ja auch bei Markt war und mich tatkräftig unterstützt hat. Die hatte jetzt vor 2 Tagen Geburtstag. Ich habe es nicht fertig bekommen. Ich habe wirklich Schande. Also, erstmal habe ich geschaut, was mache ich da draus? Weil ich habe ein Bobbel für sie gekauft, extra für sie. Sie mag grün so gern. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich draus? Tue ich stricken oder häkeln? Dann habe ich gesagt, okay, Bobbel, habe ich jetzt erst einen verstrickt. Ich mag häkeln. So habe ich, und dann ging es los. Was häkelst du? Häkelst du eins von deinen eigenen Anleitungen oder häkelst du Fremdanleitungen? Sag ich, komm, suchst du dir mal was bei Morben Design raus? Hab dann auch, glaub, eine Anleitung gekauft, ohne eigentlich zu gucken, was da drin los ist in dem Muster. Und dann war da so ein aufwendiges, fadengarnfressendes Muster drinne, was sich ständig wiederholt hat über mehrere Reihen, so komische Sterne. Also, nee, habe ich keinen Bock für, weil habe ich für eine Reihe, habe ich, keine Ahnung, eine Stunde gebraucht oder so. Also, so kriege ich das nicht fertig. Gut, dann habe ich nochmal gegoogelt, dann weitergeschaut, weiter. Okay, jetzt dann schaust du mal, was gibt es an kostenlosen Anleitungen. Und dann habe ich ein bisschen bei Pinterest geschaut und habe dann das Erigenia gefunden von Silke Terhorst. Das findet ihr auf maschenzähler.com. Nein, auf maschenzähler.de. Genau, oder halt auf Pinterest. Erigenia. So schreibt man das, aber das kennen ja einige mit Sicherheit schon. Seht ihr das? Erigenia, ja. Ich verlinke euch das auf jeden Fall. Gut, das habe ich dann jetzt auch angefangen. Das zeige ich euch hier jetzt nochmal im Detail. Nur kurz da ein bisschen die Schlaufe ziehen, nicht das rauszieht. Also, das ist der Bobbel. Er ist nicht türkis, er ist grün.
Das Problem hatten wir vorhin schon. Okay, ein bisschen Blau ist schon drin, aber er ist dann schon eher grün. Also man sieht es ja hier an der Seite. Genau. Und zwar ist das 50% Baumwolle und 50% Polyacryl, wieder von Wonderbobble. Ich liebe ja ihre Bobble. Ich kaufe da nur. Da habe ich auch nachher noch was euch zum Zeigen vom Shoppen. Weil ich hatte ja einen Gutschein geschenkt bekommen zum Geburtstag. Den habe ich jetzt eingelöst. So. Und so weit bin ich jetzt. Moment, ich die Schlaufe ziehen. So. Da ist mein Erigenia. Es hat schon eine schöne Größe, aber mal schauen, da ist, kommt erst so eine Reihe mit Lochmuster, sage ich jetzt mal. Dann kommt so ein Blümchenmuster, keine Ahnung. Dann kommt wieder der Mustersatz mit der einen Reihe mit Löcher. Und dann kommen wieder die Blumen. Und jetzt noch einmal die Reihe. Das habe ich jetzt fertig mit denen. Dann kommt noch mal ein Mustersatz mit den Blumen. Und ich glaube, und dann kommt schon die Abschlussborte. Dann kommt noch mal sowas. Beziehungsweise, nein, da kommt... Ich muss schauen auf dem Foto noch mal. Genau. Also es ist nicht mehr viel. Aber ich habe gesagt, ich... häkel das so weit, wie der Bobble reicht. Nicht, dass ich den Rest habe. Und ich möchte halt gerne, dass die Abschlussborte ins Dunkle reingeht. Genau, dass wir dann zu den Abschlussrand, weil das ist nochmal ein ganz anderes Muster, dass das dann in den Dunkeln wird. Und da muss ich halt schauen, jetzt wie viele Wiederholungen ich von diesen Mustersätzen noch machen muss. Also Also auf jeden Fall kommt da jetzt nochmal dieses Blumenmuster oder was das ist, kommt jetzt auf jeden Fall nochmal ran. Und ob das dann nochmal komplett reicht, muss ich sehen. Ihr werdet das auch sehen. Auf jeden Fall, Vera, du hast es ja jetzt auch gesehen, wenn es fertig ist, du bekommst es. Du bekommst auch noch was anderes. Genau. So. Jetzt haben wir ein paar neue Projekte dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die auch alle fertig kriege. Jetzt zeige ich euch kurz, was ich gekauft habe. Und zwar hat Wonderbobble ihre... bei ihr kann man auch Sockenbobble kaufen mit Modal. Und sie hatte einen kleinen Ausverkauf von ihren ganzen Sockenbobble-Sets gehabt. Und da habe ich gedacht, komm, bevor jetzt mein Gutschein ewig hier rumliegt, normale Bobbles habe ich ja genug von ihr, kaufst du dir so ein Sockenbobble-Set. Und das schaut so aus. Ich wollte erst ein anderes haben, aber das hat sie aus Versehen doppelt gepostet. Also war das ausverkauft. Und das sind jetzt diese Minis. Und zwar einmal die. Das sind die gleichen, so rum. So rum. Genau die. Dann zwei weiße. Und so kuschelig weiß. Und sind die gleich? Ich weiß nicht, ob die gleich sind, aber ist egal. Die. Das werden auf jeden Fall schöne Ringelsöckchen für mich. Muss ich mal schauen. Mal schauen, wie ich das nehme. Ob ich glaube, weiß alleine jetzt zum Beispiel an der Ferse ist blöd. Weil das wird schnell schmutzig. Vielleicht mache ich mit dem Weiß abwechselnd Streifen irgendwie rein und nehme dann vielleicht die für Bündchen und so. Mal gucken, die sind auch echt geil. Mal schauen. Genau, auf jeden Fall habe ich mir die dann gegönnt. Und da werde ich ja sehen, was ich draus zauber. Und dann habe ich zwei Bücher. Ich hatte mir schon vor längerer Zeit ein Buch vorbestellt bei Amazon.
weil Sarah Shearer hat ihr erstes Buch geschrieben. Und das muss ich natürlich haben. Es war auch gar nicht teuer, es hat gerade mal 9,99 Euro gekostet. Wichtel aus dem Weihnachtswunderland. Sind die nicht putzig? Das sind, jetzt müssen wir mal schauen, ich glaube 4 Wichtel drin, aber mit verschiedenen, oder? Nee, es sind sogar 8. 8 Wichtel sind drin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und die kann man untereinander irgendwie so kombinieren mit den Mützen und Bärten und Nasen und allem. Genau, weil ich glaube nämlich die Mütze hier von dem zum Beispiel und vielleicht auch der Bart ist ja der da. Ne? Und der Körper wäre ja dann von dem, der Dicke da. Und so kann man die echt super miteinander kombinieren. Also da ist eine Einleitung drin und Materialien und Techniken und Tipps mit Bildern. Und von Sarah Shearer gibt es ja auch jede Menge Videos. Ausstopfen, zusammennähen. Genau, und dann hat man halt... mal schauen, da ist, steht ein bisschen was dabei. Also ich kann euch das jetzt gar nicht zeigen. Also kurze Arme, mittlere Arme, lange Arme, dann hat man die Füße, verschiedene Bärte und Nasen, Taschen kann man rannähen und Quasten, wie man die macht. Und da sind nochmal alle Wichtel drauf. Oh Gott, die sind so süß. So eine Neonwichtelfamilie wäre ja geil, ne? Also das ist Waldegund. Super Bebilderung. Das, wie heißt? Waldhild. Kann man auch in verschiedenen Größen machen. Waldebert. Der ist schön da unten. Gefällt mir gut. Waldebert. Das ist natürlich alles mit Sockenwolle. Aber wenn man die natürlich zum Beispiel mit DK oder so strickt, werden es natürlich riesig. Waldburg. Die Mütze, oh mein Gott, die ist cool. Die Mütze ist auch voll schön. Schaut mal, gelockter Zottelbart. Das ist ja auch witzig. Einfach ein bisschen Wolle ribbeln, dann hat man das. Waldfried. Oh Gott, der Waldo. Ich glaube, den stricke ich als erstes. Der Bart. Das sind so süße Fotos drin. Sie hat echt so unfassbar süße Gnome. Waldrader. Und Waldemar, der letzte. Und da sind immer so kleine Geschichten dabei. Süß. Ein Schneemann hat sie, glaube ich, auch. Also 9,99 Euro vom Wassermann Verlag. Ich habe es bei Amazon gekauft. Also vorbestellt und kam dann direkt auch, als es rausgekommen ist, hat, ich glaube, ich war eine der ersten, die es hatte. Ja, da freue ich mich schon voll drauf. Und dann habe ich noch ein Buch mir bestellt, was dann jetzt auch endlich kam.
Das hat noch ein bisschen auf sich warten lassen. Vom Top Verlag. 4 Exemplare davon sind im Shop. Eins habe ich behalten. Und zwar noch mehr Minitücher stricken. Und ich muss sagen, mir gefallen die Minitücher in diesem Buch viel besser. Viel, viel besser als, jetzt muss ich gucken, ob ich das erste, ja, weiß ich nicht, also da gab es ja noch ein erstes. Das hieß nur Minitücher stricken und das hier ist viel schöner. Da sind viel schönere Tücher drin. Die zeige ich euch jetzt schnell. Da sind sie auf jeden Fall als Crossword zu sehen. Ist wieder von Brigitte Zimmermann. Also, wir haben einmal die Wilma. Dann haben wir Marte. Clara. Mille. Julie, das werde ich demnächst stricken. Wolle habe ich schon gefärbt. Das ist so. Ajourmuster. Das auch nochmal. Dann haben wir Selma. Auch voll schön. Agnes. Eben. Da ist ein Zopf mit drin, das sieht man da gar nicht. Das sieht man hier. Das ist ein Zopf. Lücke. Das muss man ja eigentlich dann mit Lückennadeln stricken, ne? In rosa. Wie heißt das? Esther. Das ist Esther. Vera, das müsste ich ja meiner Freundin dann stricken, gell? Ist schön. Aus edlem Kaschmir. Genau, da sind dann nämlich eher so feinere Wollen drin. Ich glaube, eins ist mit Fingering, eins oder zwei sind mit Decay, andere ist alles dann Lace. Aber kann man ja auch mit, wird es halt dann größer. Achso, das ist Nilla, Lea, Liv, das waren sie, genau, da hinten sieht man nochmal, es kostet 10,99 Euro. Also habe ich auch im Shop noch mehr Minitücher drücken. 4 Stück habe ich da. So, und wenn wir jetzt schon beim Shop sind, machen wir doch gleich weiter, weil ich habe sonst nichts mehr zu zeigen. Und dann muss ich beide Videos schneiden. Also zuerst habe ich meine kleinen Projektbeutel modifiziert. Sie sind jetzt größer. Ich habe natürlich auch gleich einen neuen Stoff gehabt, den ich ausprobieren musste. Also sie sind auf jeden Fall jetzt größer. Haben einen Henkel. Einen richtig großen Boden. Da passt also auch ein Tuchbobbel rein. Und ein bisschen mehr wie Socken. So, wenn man den aufmacht, sieht der so aus. Da ist der Henkel. Es gibt nur einen Henkel, der reicht ja. Und innen drinne habe ich Fächer drinne. Da kann man dann Nadeln, Schere oder sonstiges reinmachen. Genau. Das ist jetzt erstmal nur ein Einzelstück. Preislich wird der, glaube ich, um die 25 Euro liegen.
denke ich mal, das ist ein ganz guter Preis. Mit Kordel zum Schließen und man kann ihn einfach so mitnehmen. Die kleineren, die ich hatte, die hatten ja keinen Henkel, sondern nur die Kordeln und auch keine Innenfächer. Genau. Und Baumwollstoff, also es ist nichts Festes, es ist kein Korb, es ist keine Tasche, es ist einfach ein Beutel. Und das ist innen Baumwolle, außen Baumwolle und dazwischen eine Fließeinlage. Genau, aber ihr seht ja, es steht trotzdem durch den großen Boden. Das ist dann, der eine kommt auf jeden Fall erstmal in den Shop. Und dann werde ich jetzt demnächst, ich habe ganz tolle Herbststoffe mit Kürbisse drauf und Gnome. Und da werde ich dran nähen. Dann habe ich drei Sondersträngchen für euch. Einmal den auf der Basic. Das ist so ein Alt-Rosé mit Flieder und Grau. Dann habe ich den. Das ist so ein Sonnengelb, Neongelb und Grün. Auch auf der Basic. Jeweils auch nur das, der eine. Dann habe ich noch eine Glitzerwolle auf einer Dark Navy. Das ist, war der letzte Opal-Glitzerwollenstrang, den ich noch hatte. Genau. Zu finden unter Specials. Dann habe ich noch Zebrawolle gehabt. Da habe ich, muss ich schauen, von dem habe ich nur den einen. Dieses ist eher schon so lachsfarbenes Pink, Neonpink, so. Genau. Einen grünen, den gibt es auch nur einmal. Bisschen Neon mit drinne. Und von dem bisschen Neongelb und Orange Speckles. Habe ich drei. Das ist kuschelige Merino-Wolle. Zusammensetzung kann ich euch gleich sagen. Da muss ich gucken. Am Handy, mit dem ich filme. Ja, schlau. Ich glaube, es sind 80% Merino, super fein. Und ja. Ich schreibe ich euch drunter. Beziehungsweise die Zusammensetzung, die könnt ihr dann im Shop lesen. Genau, machen wir es so. So, und dann habe ich bei Chester Wool wieder ein bisschen Wolle eingekauft. Für euch. Weil die so cool ist. Und zwar habe ich 50 Stränge von der Neo Naps Donegal Merino Wolle bestellt. My name is Neo, heißt sie, glaube ich, und habe da ein bisschen was gefärbt. Ich habe 4 von der, das ist so ein Eisblau, so wie im Schwarzlicht dieses Blau. Davon habe ich 4. Dann habe ich 4 blaue. Also das sind Speckles, diese Donegal Naps sind drin in Neongelb, Neonorange, Neongrün und Neonpink. Dann habe ich 4 in Neonpink. Die sind also dann morgen im Shop, wenn dann auch die Videos wahrscheinlich online gehen. Muss ich schauen, wie ich es schaffe. Neongrün habe ich auch 4. Lila. Also lila finde ich ja schon mega. Habe ich auch 4 Stück. Berry. Kommt auch super. Habe ich auch 4 Stück da. Dann auf Anthrazit. Es ist ein bisschen dunkler. So.
Genau. Habe ich drei. Weil die wird nicht so oft genommen, die Farbe. Und dann habe ich noch drei auf Navyblau. Genau. 20 Rohstränge habe ich noch da. Da gucke ich, ob ich die dann auf Wunsch färbe oder ob ich da nochmal dann was nachfärbe, was dann ausverkauft ist. Gut. Zusammensetzung findet ihr im Shop. Alle Infos dazu. Ich packe alle Links und das Video. Ja. Und jetzt werde ich in den Keller verschwinden und die Videos bearbeiten. Und mich dann aufs Sofa flitzen und stricken. Ich habe ja jetzt genug Projekte. Ich muss ja was stricken, ne? Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Samstag, Sonntag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Oh ja, und Dankeschön, dass so viele meine zweite Folge angeschaut haben. Ich bin wieder überwältigt. Wir sind da jetzt bei knapp 800 Abonnenten. Das ist ja der Hammer. Das schreit ja fast nach einem Gewinnspiel bei 1000 Abonnenten, oder? Mal schauen. Auf jeden Fall danke, danke, danke. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir treu bleibt und kommentiert gerne drunter. Ich vergebe Herzchen, ich antworte. Ich freue mich super. Schaut auf Facebook vorbei, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Wir sind super tolle Mädels. Schon über 1000 in der Gruppe. Und ihr könnt da sehen, was alles aus meiner Wolle dann halt gewerkelt wird. Nicht nur gestrickt, auch gehäkelt oder sonstiges und auch nicht nur Socken. Instagram könnt ihr mir folgen, da würde ich mich auch super freuen. Genau, und man kann sich ja auch gerne gegenseitig ein bisschen supporten. Wir Kleinunternehmer, naja, Kleinunternehmer, ich meine, so klein kann man in Deutschland ja nicht sein, ohne dass das Finanzamt gleich die Schubkarre mit der Schubkarre vorfährt. Na egal. Auf jeden Fall danke euch und ich freue mich auf das nächste Video für euch. Mal schauen, wie viel ich da schon fertig habe. Übrigens, die heißt Henriette. Mein Chicken. Weil ich sie gerade da sitzen sehe. Henriette wurde sie getauft. Ja, gut. Also, tschüss und danke.